müssen wir jetzt erstmal ausrechnen. Ich habe das ganz schnell gefunden da oben. Aber die Burg ist auch eigentlich wieder mega genial. Das ist nämlich irre hier, dieses Hoslin, da hat einer vor 103 Jahren sich verewigt im Gestein, hat es da reingekratzt. Echt? 1909. Und da, der Typ war das. Und da steht quasi die Jahreszahl und das Datum bei. Das sind die Zahlen, die 7. 5, 3, 2, und da sind wir. Hier muss er sein. So, da ist er jetzt. Da. Da hat sogar eine Munitionskiste. Unfassbar. Richtig guter. Da haben wir irgendwelche Krempel drin. Kochrezept. Kertius-Salat. Ja, das brauchen wir natürlich. So. Unser Lock. Der Cash. Und erledigt. So, Stefan, erledigt. Hab uns gelockt. War ganz oben auf dem blöden Berg. War aber eine Munitionskiste sogar. Also mal. Ja, ein bisschen besseres Ding auf jeden Fall. Ja. Blumenstein, das ist glaube ich die letzte Burg. Blumenstein, ja genau, das hatte ich auch gelesen. 30 Minuten. Und hier ist jetzt gleich die Grenze wieder. Nach Deutschland. Und dann sind wir wieder in der Heimat. Heimat. Good old. Genau. Ja, dann gucken wir uns halt ganz kurz die Burg noch an. Radieren das Finale aus. Müssen dann noch 1,5 Stunden an der Straße entlang laufen. Dann erreichen wir das Auto. Da wird getrunken. Und dann fahren wir auch noch schön 4 Stunden zurück. Ne? Ja. Da werde ich dann erstmal duschen in Essen. Und ich fahre dann noch nach Münster weiter. Terror. Morgen 6 Uhr aufstehen. Terrorwochenende. Voll der Megaterror. Stehst du morgen auf der Arbeit irgendwie? Ja. Deine Kollegen ahnen nicht, was du am Wochenende wieder gemacht hast. Blumenstein. Die 7. Burg. Ist auch wieder begehbar. Unfassbar. 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 Ich gehe jetzt noch mal eben kurz rauf. Hier ist irgendwie alles verdreckt. Ich weiß gar nicht, wo man da hochkommt auf das Ding. Da vorne wahrscheinlich. Auch noch mal angucken eben. Dokumentage und so weiter. Und dann geht's ab zum Finale. Das waren nur noch 300 Meter von hier. Und dann müssen wir irgendwie noch zu den Parkkoordinaten. Die habe ich jetzt auch gar nie eingegeben. Krass. Irgend so eine komische Kammer. So wie auch immer mal gut gewesen ist. Ja. Vollgelaufener Turm. Fels und wieder eine gute Sicht. Wobei mir das bei den Wäldern nicht klar ist. Da kann man ja gar keine Feinde kommen sehen. Hören vielleicht. Ist ja so ruhig hier. Ja, krass. Ich denke, wir müssen da unten irgendwie weiter. Also Finale passt jetzt nicht ganz, ist eher noch weiter rechts. Da geht es wahrscheinlich noch mal rechts rum unten. Zumindest die Richtung. Aber keine 300 Meter mehr. Richtung Straße. Weil guck mal hier, nach dem Finale geht es dann auch schon, wobei, der ist komisch gelaufen. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt. Also jetzt haben wir 1080 Höhenmeter nur rauf, also schon über 2000. Und 35,5 Kilometer. Aber querfeldein werden wir nicht gehen. Nee. Auf keinen Fall. Wenn irgendein Weg da zur Straße runter will, ist eigentlich egal welcher. Wenn ist alles drauf? Ja, ist alles drauf. Ein bisschen schief, aber ist auch egal.
Irgendein Weg, der zur Straße runterführt, nehmen wir. Nur noch 150 Meter zum Finale. Ankunft an den Koordinaten. Blöde Bremsen. Hier ist alles voll mit Bremsen. Wir werden sowas von mega zerstochen. Bis zum verdammten Ende. Aber sowas von eindeutig. Das, da ist er! Da ist er! Der Monsterhasen. Das gibt's nicht! Warte, ich mach ein Foto. Das ist der absolute Hammer. Mach auch mal eins von hier. Wir haben's, Stefan. Komm runter. Weggemetert. Und auch gelockt. Nicht so ein Scheiß mit Lockerlaubnis und so. Absolut genial. Hier. Yeah.